shine your shoes and wear a suit. You can comb the hair and look quite cute. You can hide your face and wear a smile. One thing you can't hide is when you're crippled inside. You can wear a mask and paint your face. You can call yourself a human race. You can wear a collar and a tie. One thing you can't hide is when you're crippled inside. When all you know that you get has one life's pain. Thank you.
It's irrelevant to me whether I ever record again. I started with rock and roll and ended with pure rock and roll, my rock and roll album. If the urge ever comes over me and it's irresistible, then I will do it for fun. But otherwise, I'd just as soon leave well enough alone.
I've never subscribed to the view that artists owe a debt to their public any more than youth owes its life to king and country. I made myself what I am today, good and bad, and the responsibility is mine alone. Seeing things from tight-lipped, condescending mommy's little chauvinists. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of watching scenes of schizophrenic, egocentric, paranoid. Thank you.
Lesson for me is clear. I've already lost one family to produce what? Sergeant Pepper? I'm blessed with a second chance. Being a beetle nearly cost me my life and certainly cost me a great deal of my health. The drinking and the drugs having started long before we were professional musicians, all in an effort to reach out there. I won't make the same mistake twice in one lifetime. This time around, inspiration will be called down by the ancient methods laid down for all to see. And if I never produce anything more for public consumption than silence, then so be it. Amen. Thank you.
always had a fantasy about a woman who would be a beautiful, intelligent, dark-haired, high-cheekboned, free-spirited artist, a la Juliet Greco. My soulmate. Someone that I had already known, but somehow had lost. After a short visit to India on my way home from Australia, the image changed slightly. She had to be a dark-eyed Oriental. Naturally, the dream couldn't come true until I had completed the picture. But now it was complete. I don't know, it's a feeling.
I finally met Yoko, and the dream became a reality. The only woman I'd ever met who was my equal in every way imaginable. My better, actually. Although I'd had numerous interesting affairs in my previous incarnation, I'd never met anyone worth breaking up a happily married state of boredom for. Escape at last. Someone to leave home for. Somewhere to go. I'd waited an eternity. Oh,
Wir freuen uns sehr. Vielen Dank.
aufgeregt, wie wir heute auch in den letzten Tagen gehört haben. Und ich denke, im Werk von John ist es sicher eins der wichtigsten Alben. Und es überlebt die Jahre, es altert sehr gut. Und der Anteil von Yoko Ono an diesem Album ist in vielfacher Hinsicht auch sehr wichtig. Bevor ich mit Yoko starte, Herbie, wie siehst du Imagine im Werk von John Lennon oder auch verglichen mit den Beatles-Alben? Du hast in der Pasinger Fabrik die Ausstellung letztes Jahr kuratiert, Beatles. Beatles in München war ein Schwerpunkt. Und da wurde die Solo-Phase der einzelnen Fab Four ein bisschen ausgeklammert. Wie siehst du jetzt heute Imagine im Gesamtwerk Johns und der Beatles? Ja, ich finde grundsätzlich das Interessante, dass jemand, der so eine Karriere hatte wie mit den Beatles, sich dann nicht zurückgezogen hat oder in irgendeiner Form mehr oder weniger das Musikalische ganz aufgegeben hat, weil die hatten eigentlich ja in dem Sinn alles erreicht. Und das, was du gerade erwähnt hast, ist sicherlich das Entscheidende. Yoko, also ich will es nicht zu weit ausführen, aber sie wird ja von vielen Beatles-Fans gehasst und ist ja angeblich die Frau, die die Beatles auseinandergebracht hat. Ich durfte sie persönlich kennenlernen und ich habe eine etwas andere Einschätzung. Ich denke, dass sie zu dem Zeitpunkt genau die richtige Frau für ihn war. Und zwar ganz einfach, weil er grundsätzlich schon von vornherein durch den Verlust seiner Mutter, durch dieses wahnsinnige Erleben der Beatles und seine persönliche Art, mit den Dingen umzugehen, so zwischen Witz, Zynismus und sehr hoher Intelligenz, dass er irgendwie eine doch sehr verlorene Seele war. Ja. Und jetzt jemand zu treffen, ich kann das ganz gut beurteilen, glaube ich, weil ich bin auch ein kreativer Chaotenkopf und bin seit 43 Jahren mit einer Frau zusammen, die mich eigentlich im Endeffekt ständig organisiert und die Dinge im Rahmen hält. Und bei Yoko war ja ihre große Kunst, ich vereinfache das jetzt mal, der Dadaismus. Also sie hat ja Dinge sehr, sehr simplifiziert. Und ich kann da ein Beispiel nennen. Er wollte immer, wenn er irgendwas gesehen hat, was weiß ich, da ist ein Krieg oder da hungern Leute oder so, hat er immer sofort gesagt, we have to do something. Egal, ob er es in der Zeitung gelesen hat oder im Fernsehen gesehen hat. Und sie hat sich das eine ganze Weile angeschaut. Die ganze Entourage von John Lennon war völlig genervt davon, dass er die ganze Welt ständig retten will. Aber es gab dann diesen einen Moment, als sie da zusammen waren und er wieder gesagt hat, da müssen wir jetzt was machen und so weiter. Und die fingen normalerweise immer an und haben gesagt, okay, was wollen wir machen? Sollen wir eine Pressekonferenz machen? Sollen wir ein Konzert machen? Sollen wir eine Charity machen und so? Und er fing also wieder damit an und dann hat sie gesagt, okay, John, I noticed we have to do something. And we will do something, but the first thing we have to do is to think how. Und dieses Ding wurde eigentlich ein Prinzip und hat auch diesen Mann dann kanalisiert. Ich kann da nur das kurze Beispiel bringen mit dieser wunderbaren Aktion War is Over. Während der Krieg noch läuft, Flugblätter zu verteilen, dass der Krieg vorbei ist, um diesen Wunsch in den Menschen zu wecken, wie schön wäre das eigentlich, wenn wirklich diese Flugblätter jetzt die Wahrheit wären. Und von daher finde ich das sehr, sehr bemerkenswert und ist dieser Einfluss nicht zu unterschätzen und ein natürlich auch für ihn wichtiger Schritt, dann der zu werden, der er immer sein wollte. Ja, ja und Yoko Ono interessiert mich von Anfang an auch. Eine der ersten Singles, die ich hatte, war Mother und auf der B-Seite war der Song Why, aufgenommen mit Klaus Voormann und Ringo Starr, eigentlich ein Trio. Und Yoko Ono schreit und auf der A-Seite ist Mother von John Lennon. Und ich habe festgestellt, dass ich die B-Seite fast genauso oft gehört habe wie die A-Seite. Und dieses Schreien hat mich schon sehr interessiert, sehr gepackt und fasziniert. Und es wird sehr viel über John gesprochen und sehr viel über ihn veröffentlicht. Aber Yoko steht irgendwie immer noch etwas in seinem Schatten. Sie hat eben, wie du sagst, diesen problematischen Ruf, dass sie die Beatles auseinandergebracht hat. Deswegen habe ich dann die Biografie über Yoko geschrieben und bin ihr auch ein paar Mal begegnet und möchte dann unbedingt auch am Ende, dass Masako noch hierher kommt und uns erzählt, wie es ist, wenn man Yoko auf Japanisch sprechen hört in Interviews, weil das ist uns nicht vergönnt, dass wir verstehen und hören und sehen,
wie diese Frau ist, wenn sie in ihrem Idiom, in ihrer Muttersprache spricht. Also da freue ich mich noch, dass dann kommst du zu uns und erzählst noch was darüber. Wer ist Yoko? Einige kurze Ausschnitte. Im Herbst 1952 besuchte die 19-jährige Yoko das renommierte und elitäre Sarah Lawrence College. Heute noch gilt diese musisch ausgerichtete Privatschule als Talentschmiede. Die Arbeitsweise dort erinnert entfernt an die Freiheiten, die in Montessori-Schulen gegeben sind. Jede Studentin, 1952 war die Koedukation noch nicht eingeführt worden, jede Studentin hatte ihren eigenen Tutor und gemeinsam bestimmten sie das Lerntempo und die Kurse. Yoko belegte Philosophie und Komposition. Kommilitonen erinnern sich an Yoko als unnahbare und schüchterne junge Frau. Als ich noch auf Sarah Lawrence ging, hielt ich mich vor allem in der Musikbibliothek auf und hörte Schönberg und Webern. Von denen war ich begeistert. Ich komponierte damals selbst einige serielle Werke, aber mir fehlte die Disziplin, die Partituren zu Ende zu schreiben. Zudem erfand ich das Streichholzstück, Matchpiece. Ich entzündete ein Streichholz und sah es so lange an, bis es erlosch. So Yoko in ihren Erinnerungen. Im College beginnt Yokos Grapefruit Gestalt anzunehmen. Einerseits erarbeitet sie sich ein solides theoretisches Fundament, wobei sie sich vergleichsweise kurz mit Mozart und Bach aufhält, stattdessen sich intensiv mit Werken wie Arnold Schönbergs Verklärte Nacht beschäftigt. Yoko lernt auch Kurt Weiß und Bertolt Brechts Werke kennen und findet vor allem an der Verfremdungstechnik Gefallen. Sie liebt Grenzgänger und alle Versuche, die Regeln in der Tonkunst zu brechen. Unkonventionelles, Experimente, Nonkonformismus reizen sie. Sie sucht abseits der etablierten Traditionen neue Kombinationen aus Klängen, Geräuschen und Lärm. Aufstörendem und Unerhörtem gehört ihre Aufmerksamkeit. Sie untersucht all ihr zugänglichen frühen Kunstformen der Dekonstruktion. Gleichzeitig ist sie laut ihrem damaligen Musiklehrer Meyer Kupfermann die Beste ihres Jahrgangs, wenn es darum geht, im sogenannten Diktat ein Stück auf Notenpapier simultan zu transkribieren. Kupfermann erinnert sich, dass Yoko nie entspannt war. Ich dachte manchmal, dass ich verrückt werde, so Yoko, dass ich eine Pyromanin werden könnte. Musik, Poesie, Malerei, jedes Medium für sich schien mir falsch. Ich dachte, es könnte Menschen geben, die wollten mehr als das. Ich nannte es eine zusätzliche Darbietung. Yoko ist also schon Mitte der 1950er Jahre auf dem Weg zu ihren Performances und zu Grapefruit, zu den Instructions, die später eben in diesem Band mit Anleitungen, mit Hinweisen gesammelt erscheinen werden und deren Aussagen und Bedeutungen Yoko und ihr Publikum bis heute begleiten. Als Erfinder der sogenannten Event Scores, der Anleitungen für Performances verschiedenster Art, gelten heute drei Künstler gleichberechtigt: George Brecht, Lamonte Young und Yoko Ono. Alle begannen Ende der 50er Jahre, Partituren für Veranstaltungen zu verfassen und ihre Instruktionen für Aktionen, Anleitungen für Handlungen und Ideen und Vorschläge für künstlerische Initiativen in Textform festzuhalten. Wie Partituren können auch diese Event-Scores von Menschen auf- und durchgeführt werden, die nicht die Urheber sind. Dementsprechend werden Interpretationen und Variationen von Yoko mitgedacht. Das Buch Grapefruit bestand früher aus nur 5, heute aber in der aktuellsten Ausgabe aus 9 Teilen. Musik, Malerei, Event, Gedichte, Objekte, Film, Tanz, Architektur und ein 9. Kapitel noch einmal über Filme. Die 9 war John Lennons Lieblingszahl
Und an weiteren Stellen zeigt sich, wie viele versteckte und offene Hinweise auf John, die Witwe, in ihrem Wirken nach 1980 gibt. Die 5 Kapitel der Erstausgabe waren 5 Künstlern gewidmet: John Cage, Lamonte Young, Nam June Paik, Isamu Noguchi und Peggy Guggenheim. Grapefruit besteht in allen Fassungen hauptsächlich aus den oben definierten Event-Scores, den Handlungsanweisungen, Partituren oder Plänen und Ratschlägen. Schon früh im ersten Kapitel Musik taucht Imagine in diesem Buch auf und wird im Folgenden noch oft von Yoko eingesetzt. John Lennon las Grapefruit zum ersten Mal während seines Indienaufenthaltes mit den anderen 3 Beatles bei Maharishi in Rishikesh Anfang 1968. Seither arbeitete Yokos poetischer Imperativ Imagine im Beatle, bis er es schließlich auf seinem 2. 1971 erschienenen Soloalbum zum Titelsong machte. Unser Thema heute Abend. Auf der Rückseite des Albumcovers von Imagine werden Yokos Verse aus Grapefruit zitiert. Imagine the clouds dripping. Dig a hole in your garden to put them in. Yoko, 63. Nachdem Imagine zu einem Welterfolg geworden war, betonte John oft, wie leid es ihm tue, Yoko nicht als Co-Autorin genannt zu haben. Den Fehler macht er später wieder wett, indem er nichts unversucht ließ, um Yokos Musik populär zu machen. Auf dem Imagine-Cover hätten John und Yoko auch den ersten Imagine-Text in Grapefruit zitieren können. Überschrieben ist er mit Drinking Peace for Orchestra. Imagine letting a goldfish swim across the sky. Diesen Text hat Yoko im Frühling 63 geschrieben. Die surreale Vorstellung nimmt Johns Texte aus der psychedelischen Phase vorweg. Stell dir einen Goldfisch vor, der durch den Himmel schwimmt. Lass ihn von West nach Ost schwimmen. Trink einen Liter Wasser. Und dann wiederholt Yoko die ersten 3 Sätze. Hier schon besteht Anlass zum Verweilen, Anlass, einen Blick in den Himmel zu werfen, Anlass, sich vorzustellen, wie unser Sättigungsgrad die Wahrnehmung verändert. Absurd, bizarr, infantil, witzig und doch fundamental wichtig als gewaltiger Steinbruch für viele Künstler, die sich danach bei Grapefruit bedient haben. Wie übrigens Yoko selbst auch. Als Beispiel möge Water Talk von 1967 in Grapefruit dienen, den Yoko fast identisch für den Refrain des Songs We Are All Water auf dem 72er Lennon-Album Sometimes in New York City verwendet hat. Wir sind alle Wasser aus verschiedenen Flüssen. Deshalb ist es so leicht, sich zu verstehen. Wir sind alle Wasser in diesem großen Ozean. Eines Tages verdampfen wir gemeinsam. Der Kunstkritiker David Burden schrieb 1989 in der New York Times: Ono besitzt eine lyrische, poetische Dimension, die sie von anderen Konzeptkünstlern abhebt. Und jetzt hören wir uns, wie es klingt, wenn Yoko und John gemeinsam aus Grapefruit lesen. I was taking Sean and the nanny and the family to a little, except for mother who was here selling cows, in Bermuda to the botanical gardens for lunch to the Italian restaurant. Ja, aber vielleicht Trecker 1, ja. Ist es das? Mach mal weiter. I could get espresso and Sean could get some junk food. Yoko, take one grapefruit reading. Das. A peaceful orchestra. Count all the stars of that night by heart. The piece ends when all the orchestra members finish counting the stars or when it dawns. This can be done with windows instead of stars. Building piece for orchestra. Go from one room to another, opening and closing each door. Do not make any sounds. Go from the top of the building to the bottom. Water piece, water. Wall piece, what number one? Sleep 2 walls away from each other, whisper to each other. Tuna fish sandwich piece. Imagine 1,000 suns in the sky at the same time. Let them shine for 1 hour,
then let them gradually melt into the sky. Make one tuna fish sandwich and eat. Drinking peaceful orchestra. Imagine letting a goldfish swim across the sky. Let it swim from the west to the east. Drink a liter of water. Imagine letting a goldfish swim across the sky. Let it swim from the east to the west. Tape piece number 3. Snow piece. Take a tape of the sound of the snow falling. This should be done in the evening. Do not listen to that tape. Cut it and use it as strings to tie gifts with. Make a gift wrapper if you wish, using the same process with a phono sheet. Stone piece. Find a stone that is your size or weight. Crack it until it becomes fine powder. Dispose of it in the river. A. Send small amounts to your friends. B. Do not tell anybody what you did. Do not explain about the powder to the friends to whom you send. Wood piece. Use any piece of wood. Make different sounds by using different angles of your hand in hitting it. A. Make different sounds by hitting different parts of it. B. K-piece 2. Room piece. Take the sound of the room breathing. 1. At dawn. 2. In the morning. 3. In the afternoon. 4. In the evening. 5. Before dawn. Bottle the smell of the room of that particular hour as well. Fish piece. Take a tape of the voices of fish on the night. Wir hören schon Johns Stimme und Yokos Stimme, die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten. Desmond Morris, der Verhaltensforscher, er hatte den Bestseller geschrieben, Der nackte Affe, geboren 1928. Desmond Morris hat John auf eine ganz fabelhafte Weise porträtiert und geht auch auf diese außerordentliche Stimme ein. Wenn es darum geht, die Frage wird sehr oft gestellt, was täte John Lennon heute? Lebte er noch? Und eine der interessantesten Antworten ist sicher, er wäre bestimmt Hörbuchsprecher, unter anderem. Das Erste, was einem an John auffiel, wenn man sich mit ihm unterhielt, war, dass er fast sang, wenn er sprach. Manche Sänger sprechen mit einer vollkommen langweiligen Stimme. Und wenn sie dann ihren Mund zum Singen öffnen, passiert etwas Merkwürdiges. Und ein total anderer Klang kommt heraus. Nicht so bei John. Sogar in lockeren Unterhaltungen schien er fast nicht in der Lage zu sein, diesen merkwürdig sehnsüchtigen, auf sanfte Weise scharfen Ton in der Stimme abzulegen, der alle seine Kompositionen durchzog. Und die Art und Weise, wie er seine Worte kombinierte, wie er ein Thema aufgriff und es nach und nach variierte, auf ihm aufbaute und es wachsen ließ, ließ fast alles, was er sagte, wie den Text eines Songs klingen, den er noch schreiben musste. Um mal ein Beispiel zu nennen, hier die wörtliche Antwort, die er mir gab, als ich ihn 1969 in einem Interview, als der Vietnamkrieg noch in vollem Gange war, fragte, ob er optimistisch in die Zukunft blicke. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin so froh, hier zu sein. Und es wird großartig sein. Und wir werden immer mehr und immer mehr sein. Und was auch immer Sie denken mögen, Mr. Grundy of Birmingham on Toast, Sie haben keine Chance. Sie werden nicht dabei sein, wenn wir es umsetzen. Aber es wird Ihnen gefallen, wenn Sie keine Angst mehr davor haben, und es wird wunderbar sein, ich glaube daran. Und natürlich sind wir deswegen alle niedergeschlagen und deprimiert. Und wenn ich niedergeschlagen bin und Yoko auch, wird Desmond optimistisch sein oder jemand anderes. Es wird immer jemanden geben, der die Fahne hochhält und die Trommel schlägt. Ich kann mir niemand außer John Lennon vorstellen, der so in diesen Bildern auf meine Frage geantwortet hätte. Mir gefiel, wie er sich spontan eine Miss Grundy of Birmingham on Toast ausdachte, die für alle düsteren Pessimisten stand. Obwohl es mehr als ein Dritteljahrhundert her ist, seit sie flüchtig in unserer Unterhaltung auftauchte, blieb mir ihr Name doch immer im Gedächtnis.
dieser Trick bei den Worten, die John sagte. Dies ist der Trick. Er sang so viel, dass er nicht aufhören konnte, Texte herausfließen zu lassen, sogar wenn es dazu gar keine Musik gab. Ja, soweit Desmond Morris über Johns ganz wunderbare Stimme. Die Stelle lässt sich im Internet leicht finden, wo der O-Ton von John zu hören ist während dieses Interviews. Jetzt lese ich noch eine kurze Passage vor, die John und Yokos Wedding-Album thematisiert. So, Verzeihung. Das musikalisch-sentimentale Verschmelzen übt das Paar gründlich auf dem Wedding-Album, die dritte von ihnen gemeinsam produzierte Platte, die im Oktober 1969 erscheint. Sie beginnt mit den Herztönen der beiden, nicht Klaus Voormann, nicht Ringo Starr, die Pulsschläge Johns und Yokos geben den Rhythmus vor. Über diesen Klangteppich schlagender Klappen und fließenden Blutes nennen sich die beiden ungezählte Male beim Namen. John sagt Yoko, Yoko sagt John. Mehr passiert nicht. Über 22 Minuten lang proben sie alle denkbaren Modulationen und flüstern, sprechen, hecheln, raunen, stöhnen, seufzen, knurren, schreien, brüllen. John trainiert unbewusst schon für den Song Mother. Schmatzen, zischen gegenseitig ihre Namen. Sie versuchen, alle möglichen Gefühlsregungen mit ihren Stimmen auszudrücken. Nicht nur die Lautstärke variiert von unhörbar bis überdreht, auch die Emotionen tasten die verborgensten Seelenfelder ab. Auf dem Wedding-Album findet sich ein beeindruckendes Beispiel für Yoko Onos Ideenreichtum. Kurz nach der siebten Minute, nachdem schon viele Gefühlsregungen durchgespielt wurden, von Liebesgeflüster bis zu Zornesausbrüchen, ändert sie maßgeblich und als erste den Tonfall und erweitert das Spektrum, indem sie Johns Namen traurig, weinerlich und dann wie tatsächlich weinend ausspricht, worauf John nur zögerlich eingeht. Auch später ergreift Yoko mehrfach die Initiative, gibt neue Impulse, weist die Richtung für den Fortgang des dreisilbigen Gesprächs in Stereo. Frage, Antwort, Trauer, Trost, Aufforderung, Ablehnung, Einklang, Zweiklang, Begehren, Begehren, Vorwurf, Zurückweisung. Die Platte ist ein großer Dialog mit nur zwei Namen, der in seiner Ausdruckskraft und Intensität an Beckett erinnert, minimalistisch und weitläufig zugleich. Ihren gemeinsamen Vokal, den Buchstaben O, ziehen beide mal lustvoll, mal schmerzensreich in verschiedensten Tonlagen in die Länge oder stottern ihn. Sie erzeugen rhythmische Spiele mit dem Buchstaben O, der neunmal, die neun ist Johns Glückszahl, in ihrer beiden Vor- und Nachnamen auftaucht. Nachdem John seinen verhassten, an den Krieg gemahnenden zweiten Vornamen Winston notariell beglaubigt durch Ono hat ersetzen lassen. Und jetzt hören wir uns das kurz an. Yoko? John? Yoko? John? Yoko? John? Yoko? John? Yoko? John? Yoko? John! Yoko! John! Yoko! John! Yoko! Yeah.
Yoko! John! Yoko! John! 22 Minuten, eine Plattenseite lang, sehr zu empfehlen. Wir haben das Schreien jetzt auch gehört, mehrfach. Yoko hat, was Schreien betrifft, John stark beeinflusst. Und als ich zum 80. Geburtstag von Yoko Ono, sie hat ihn in Berlin gefeiert, in der Volksbühne, da war ich schon frühzeitig dort, also schon am Nachmittag, und habe mich reingeschlichen und habe den Soundcheck gehört. Und unerlaubterweise. Und ich werde es nie vergessen, ich war völlig platt. Die ganze Band, also Sean mit Plastic Ono Band, der damaligen, hat gespielt und Yoko Gesang. Und sie hat geschrien, geschrien, geschrien. Es war die Probe, es war niemand da. Sie wusste nicht, dass jemand zuhört, außerhalb der Band. Und da wurde mir nochmal deutlich, wie ernst sie es meint mit ihrem Schreien, wie vielfältig die Ausdrucksweisen sein können. Klaus Voormann schildert das in Montreal beim Konzert. Die Beatles sind noch zusammen und Yoko fängt dann an, aus ihrem Sack sich zu hüllen, steht langsam auf und schreit zu Eric Clapton an der Gitarre und John an der Rhythmusgitarre und Gesang. Und er war erst irritiert. Aber er sagt, es hat ihn dann in der Wucht und in der Überzeugungskraft umgehauen, auch wenn das Publikum natürlich auch irritiert war. Aber er vergleicht es dann auch mit Jimi Hendrix in Woodstock mit der Nationalhymne, ja, mit der Verzerrten, dass das Schreien ein ganz wesentliches Element ist. Jetzt wird das Mikro gerichtet und ich würde vorschlagen, wir schauen jetzt kurz eine Slideshow an mit der Verwandlung. Ist irgendwie abgefault. John Lennon als kleines Kind bis kurz vor seinem Tod. Wenn das klappt mit den Bildern, dann genau. Also hier, kleines Kind, Liverpool. Wer jemals in Liverpool war und sich angeschaut hat, wie er dort aufgewachsen ist bei Tante Mimi. Seine Mutter Julia lebte 300 Meter weiter weg, hatte zwei eigene Töchter. Sohn John wurde von Julia, von der Mutter abgelehnt sozusagen. Der Vater war weg und Tante Mimi, die Schwester von Julia, kinderlos, hat sich um John gekümmert. Und das Haus ist relativ für damalige Verhältnisse gepflegt, sogar relativ groß, also für heutige Verhältnisse ist es natürlich winzig, aber die Gegend ist, es sind breite Straßen, es ist viel Grün, Vorgärten überall, viel Abstand zwischen den Häusern. Also John ist mit Abstand im angenehmsten Viertel aufgewachsen von Liverpool, es ist ein Vorort eigentlich, wo er aufgewachsen ist. Ringo war in Dingle, das war in der Nähe des Hafens, das war wirklich Arbeiterviertel, ganz, ganz übel mit Schlägerbanden, an die er sich wohl oder übel auch anschließen musste. Und George und Paul waren so ein bisschen Mittelding, Arbeitersiedlung. Aber verglichen damit war John fast posch. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Johns Aufwachsen in Liverpool? Einerseits das Drama, die Mutter hat ihn ja fast verstoßen, ja. Auf jeden Fall abgelehnt in einer Weise. Er wächst bei Tante und Onkel auf. Wie hat das vielleicht die ganzen Beatles beeinflusst, dieses Schicksal? Ja, ich glaube, grundsätzlich ist eine Thematik natürlich die, dass durch den Niedergang der Schiffsindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg die gesamte Situation in Liverpool eigentlich aus einem, ja, ich will nicht sagen florierenden, aber aus einer guten wirtschaftlichen Situation raus praktisch abgekippt ist. Und das muss man immer in diesen Zusammenhang stellen, denn zur damaligen Zeit war es dann so, dass für die jungen Leute gab es eben nur die Möglichkeit, dann kriminell zu werden oder wie viele dann gesagt haben, wir machen Musik. Und das darf man bei dem Ganzen nicht außer Acht lassen. Und auch bei John waren natürlich viele Zweite Weltkriegserlebnisse. Wir Deutschen haben ja da auch so ein paar V2 und V1-Bomben und solche Geschichten rübergeschickt und haben ja auch ganz schön was angerichtet. Und das ist natürlich auch dann so als kleines Traumata damit eingeflossen. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, weil
Allein diese Begegnung, als er hat ja sehr früh dann diese Musik gemacht und er spielt ja dann in dieser Schülerband und er spielt den Song 20 Flight Rock von Eddie Cochran und danach geht Paul McCartney zu ihm hin und sagt, du spielst wirklich geil Gitarre, aber warum singst du nicht dazu? Und er sagt, weil ich den Text nicht kann. Und dann sagt Paul McCartney, ist kein Problem, dann spielst du und ich kann den Text. Und so haben die sich eigentlich kennengelernt und waren die erste Ergänzung. Einer spielt Gitarre, der andere kann den Text. Und hatten dann aber beide entdeckt, dass sie die Liebe zur Musik haben und haben sich dann schon gut verstanden. Und das ist also auch etwas, wo sehr früh, weil die Jungs waren ja wirklich junge Leute damals, schon eine Entwicklung begann in diese Richtung der Musik mit dann den Erfolgen im Cavern Club, den ganzen Dingen im Star Club 62 in Hamburg und so weiter. Ja. Ja. Hier sehen wir John mit der genau. Skiffle-Band, noch genau. Bevor er Paul kennengelernt hat. Ich glaube, Paul war technisch auch besser an der Gitarre als John. Und er hat auch gesagt, er nimmt ihn in die Band, weil er 20 Flight Rock eben auch wirklich gut konnte. Und John sagt, es war eine schwierige Entscheidung. Er hat gemerkt, da ist ein ebenbürtiger Junge, der es genauso drauf hat wie er. Will ich alleine der Star bleiben oder werden wir gemeinsam stärker und größer? Und zum Glück hat er die Entscheidung gefällt. Ich hole ihn in die Band. Noch ganz jung, aber schon wild entschlossen, rebellisch auch. Er hatte schlechte Noten immer in der Schule und die Lehrer waren immer unzufrieden. Er hat sehr viel gezeichnet. Seine Notizbücher sind hochinteressant aus jener Zeit. Tante Mimi hat dann einiges weggeschmissen davon. Und John hat ihr schon gesagt, als Teenager oder noch Pre-Teen, hat er gesagt, das wirst du eines Tages schwer bereuen, dass du meine Notizbücher weggeschmissen hast. In der Tat, wir wollen uns gar nicht vorstellen, wie wertvoll die heute sind. Ja, ja, das nächste Bild zeigt dann... Das war mehr so Teddyboy-Look. Das ist jetzt Hamburg, Lederklamotten. Im Viertel, das John sehr gut gefallen hat, Reeperbahn, Star Club, und da haben sie es krachen lassen. Es war hart, sie mussten sehr viel spielen, Nächte durchspielen. Sie haben Aufputschmittel genommen, es ging los eigentlich mit den Drogen, das haben wir vorhin gehört, während des Konzerts. Aber sie haben ihren Sound gefunden, einen harten, rauen Sound. Es war eine großartige Lehre. Sie wurden ausgebeutet, ganz klar. Aber ohne die Hamburg-Zeiten hätte es die Beatles, so wie sie dann geworden sind, wohl nie gegeben. Ja, die sind natürlich auch völlig abgebrannt dahin gekommen, hatten große Hoffnungen, waren dann in dem Bambi-Kino, wo ja daneben die Damentoilette war mit all den Geräuschen. Und es sind sehr witzige Dinge eigentlich in Hamburg passiert. Möchte mal schnell ein paar Sachen schnell erzählen. Also er hieß in Hamburg Mr. Double Speed, ganz einfach, weil er alle Getränke in der doppelten Geschwindigkeit zu sich genommen hat. Und das war aber immer sehr lustig, weil John Lennon war stark kurzsichtig. Und wenn er jetzt im Double Speed natürlich wieder seine Biere reingeknallt hat, dann war er doch sehr schnell betrunken, weil witzigerweise hat er zwar schnell getrunken, aber nichts vertragen. Und jetzt hat er dann sehr oft seine Brille verloren, ist im Starclub dann rumgeirrt. Und sie haben natürlich, was vollkommen logisch ist, junge Leute kommen nach Hamburg, haben natürlich jede Menge Blödsinn gemacht. Sie haben Schweine über den Markt getrieben, sie haben in einem Hinterhof Kondome verbrannt. Und er hat eines Tages, weil gegenüber eine schöne Kirche war, da gingen Nonnen vorbei mit großen Hüten, die so wie Schiffe waren. Und John Lennon hat sich ein Riesenvergnügen gemacht, da reinzupinkeln. Und sie hatten dann natürlich Probleme, weil George Harrison erst 17 Jahre alt war, dann wieder weggeschickt wurde. Aber die Problematik war die, dass sie mit großen Erwartungen kamen. Und die Situation war aber dann die, sie spielten und die Leute, die da kamen, hatten überhaupt null Interesse an den Beatles. Das waren Seeleute, das waren alte Nazis, das war ein völlig gemischtes Publikum. Dann gibt es ja auch diesen berühmten Spruch, dass irgendeiner dann mal gesagt hat, mach Schau, weil die Beatles ihm zu langweilig waren. Und das haben die aber sich natürlich überlegt und haben gesagt, aha, wir müssen hier was aufziehen. Das hat dazu geführt, dass er teilweise mit einer Klobrille um den Hals da aufgetreten ist und jeden sonstigen Blödsinn, wie es halt junge Leute auch verständlicherweise machen. Aber es hat sie
zu zwei Dingen geführt. Zum einen, dass sie ihr Programm ständig überarbeitet haben und dass sie in der Lage waren, gegen Widerstände auch zu spielen. Also wirklich, auch wenn da nur 5 Leute da waren, haben die eben gespielt. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert, weil ich habe mal einen Award angeboten bekommen und der war von der kanadischen Polizei eine Auszeichnung an die Beatles für die Tapferkeit im Angesicht ihrer Fans. Also man muss sich mal vorstellen, was dann bei der Beatlemania los war. Und also jeder wollte ein Haar von den Beatles haben. Die hätten, also normalerweise wären die alle ziemlich glatzköpfig rumgelaufen. Und allein diese Zeit in Hamburg, die hat sie natürlich sehr geprägt, weil dort war der Horst Fascher, ein Boxer, der schon auch mal jemanden totgeschlagen hat und deswegen aus Hamburg weg musste. Und unter dieser Regie war er natürlich wahnsinnig beschützt. Und was in Hamburg natürlich toll war, als die ersten Bands dort angekommen sind, haben sie nach Hause in England angerufen und gesagt, in Hamburg ist es total toll, du kannst Musik spielen, du kannst so viel trinken, wie du willst, aber jetzt kommt das Beste, jede Frau, die du hier ansprichst, geht mit dir ins Bett. Und das war natürlich organisiert von Horst Fascher, weil der hatte die ganzen Nutten damals in Hamburg unter sich und die haben natürlich immer zu den Künstlern dann Damen hingesetzt aus dem Gewerbe. Das haben aber die am Anfang gar nicht kapiert und die haben gedacht, wow, was bin ich sexy. Und somit hat natürlich der Star-Club auch dann sehr schnell einen legendären Ruf bekommen. Also einer dieser Dinge, die dann zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Es gibt ja auch diesen Spruch, in Hamburg sind wir erwachsen geworden. Das ist dann so ein Ding, wo du entweder als Band zerbrichst an diesen Umständen oder wo du sagst, nein, wir schaffen das, wir setzen uns durch. Und wie gesagt, wichtiger Punkt, sie haben einfach gelernt, sich zu entwickeln und diesen Beat auszubauen. Und da vielleicht noch eine kleine Schleife zu den Punkt, wo wir jetzt sind, den sehr kreativen Bereich mit Yoko Ono und also Avantgarde und schräg bis zum geht nicht mehr. Die Beatles haben eigentlich in der Form angefangen, in der sie die Gesellschaft gespiegelt haben. Ich denke an Lieder wie Penny Lane, der Barber, ja, der Friseur, der da einen Laden hat mit den Bildern seiner Kunden, Strawberry Fields über das Waisenhaus. Und sie haben am Anfang praktisch den Leuten aufs Maul geschaut und das verarbeitet. Haben natürlich sehr viel über Liebe gesungen, Please, Please Me, I Want to Hold Your Hand und solche Dinge. Und John Lennon hat nach dem Ende der Beatles gesagt, er wird nie mehr einen Anzug tragen, weil natürlich letztendlich diese Beatles auch eine Mördermaschine wurden, in der die Erwartungen immer größer wurden, weil es war dann völlig wurscht, wie viele Nummer 1 Hits sie hatten, der nächste musste schon wieder krachen. Und so muss man diese Vorgeschichte, denke ich, muss man kennen, warum dann ein Mensch, der sich von Anfang an auch für Kunst und Zeichnungen und solche Dinge interessiert hat und auch schon immer Wortspiele gemacht hat, ich denke an das Buch in seiner eigenen Schreibe, dass der natürlich mit der Yoko Ono jemanden hatte, wo alle diese Limits und alle diese Sachen gesprengt worden sind. Dann muss man halt sagen, dass das Problem ist, du machst Kunst, dann ist auch einiges vielleicht Kakophonie. Aber nur dadurch wurden auch neue Ebenen wieder erreicht und neue Themen besungen und neue Visionen aufgemacht. Imagine ist eine reine Vision. Der Kanzler Schmidt hat immer gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Aber von der Seite her muss man das schon in den Zusammenhang nochmal stellen, da wo du jetzt bist, ja, wo das dann sich herentwickelt hat. Ja. Vielleicht noch ergänzend zu Hamburg. Auch da ging es schon um Malerei. Also der Bassist damals war ja Stuart Sutcliffe, ein Freund von John Lennon aus der Kunsthochschule, die er damals besucht hat in Liverpool. Und er war Maler, Kunstmaler, talentiert, aber völlig untalentierter Musiker, sehr schüchtern und schlecht. Ja, hat wirklich schlecht Bass gespielt. Aber er hat sich verliebt in Astrid Kircher. Das war ein Trio, ja, Vollmer, der Fotograf, der dieses Foto gemacht hat, Jürgen Vollmer und Klaus Vormann und Astrid Kircher sind in diesen Club runtergegangen und haben dann eine neue Welt entdeckt. Und die Mutter von Astrid Kircher hat die Jungs dann eingeladen, die durften sich da satt essen bei ihr und auch mal richtig waschen. Und Astrid und Stuart wurden ein Paar. Leider ist er sehr früh verstorben dann, ich glaube mit 22 schon. Aber es war auch eine ernste Sache. Also ja, es ging wirklich auch um... Aber da sind schon viele Wurzeln über Kunst, Fotografie und so weiter. Ja. Und ich habe mich mit Klaus Vormann unterhalten, warum er die Beatles so faszinierend fand und die Freundschaft entstanden ist. Und er hat gesagt, Herbert, das wirst du mir nicht glauben, aber ich ging in den Star Club. Und da stand eine Band und die Gitarren standen nach beiden Seiten raus, denn Paul McCartney war Linkshänder.
Und er sagt, bei allen Bands waren die Gitarren in eine Richtung. Aber hier war ein Ensemble. Hier standen die Gitarren nach außen. Und für mich als Grafiker war das sofort ein ganz ansprechendes Bild. Ich habe mich sofort für diese Band interessiert. Und da er natürlich wieder aber Künstler war und die Beatles gerne sich mit solchen Leuten umgeben haben, weil sie immer was lernen wollten, das ist auch ein ganz wichtiges Kennzeichen bei den Beatles. Und mir fällt jetzt noch eins, wenn ich das sagen darf, ein, dass diese Enge der Beatles noch während der Beatles-Zeit war. Man muss sich mal vorstellen, Paul McCartney ist im Flugzeug unterwegs mit seinem persönlichen Sekretär. Und sein persönlicher Sekretär sagt zu ihm, gib mir mal Salt and Pepper. Und Paul McCartney versteht Sergeant Pepper. Ja? Und er fragt ihn nochmal und sagt, was heißt Sergeant Pepper? Und er sagte, I wanted salt and pepper. Ah, okay, Salz und Pfeffer. Und Paul McCartney sinniert also auf diesem Flug weiter und denkt sich, Sergeant Pepper, das könnte die Lösung sein für uns Beatles, aus diesem Anzug, aus diesem ganzen engen Beatles-Ding rauszukommen. Wir gründen eine imaginäre Band, die alles darf. Sergeant Pepper and the Lonely Hearts Club Band. Und es war ein sehr wichtiger Punkt. Es wurde dann eigentlich ihr bestes Album, denn da haben sie dann eigentlich für sich im Kopf nicht gespielt wie die Beatles, sondern sie haben gesagt, wir sind jetzt Sergeant Pepper and the Lonely Hearts Club Band und haben auch zu ihrem Produzenten George Martin gesagt, wir sind eine Band, wir dürfen jetzt alles. Und drum kommen da Zirkusgeräusche, Geigen, Chöre, Jagdhörner, weiß der Teufel was alles mit drauf. Und auch da hat man, also das war ein erster Versuch, diesen engen Mantel der Beatles auch zu sprengen, auch ein Teil dieser ganzen Entwicklung, weil sie waren sehr, sehr schlaue Jungs. Genau, den engen Mantel, den haben wir noch gar nicht so besprochen. Genau, hier den. Geprägt natürlich von Brian Epstein, der Manager, der sie dann übernommen hat und der gesagt hat, raus aus den Lederjacken, Lederhosen, Lederstiefel, das war Hamburg. Das ist nicht mehr England. Anzüge, Krawatten, und zwar gleiche Anzüge für alle, maßgeschneidert. Und so ging es langsam los. Sehr adrett, Verneigung nach den Songs. Aber natürlich, der Erfolg gab ihm recht und die Beatles haben mitgemacht. John war der Widerwilligste. Er hat mitgemacht. Aber er hat's gehasst. Er hat es ziemlich gehasst, ja. Und es gab ja diesen Auftritt, diesen berühmten vor den Royals, wo er dann gesagt hat, auf den billigen Plätzen ihr klatscht und da auf den tollen Plätzen die Royals ihr klimpert mit den Juwelen oder mit den Juwelenketten. War einer seiner typischen zynistischen Dinge. Da zynischen, versucht er dann ein bisschen Dinge, dem ja, was entgegenzuhalten. Ja. Ja. Das ist aus der Zeit, in der er angefangen hat zu schreiben, in his own right, wie du gesagt hast. Das war eigentlich Jabberwocky. Also er liebte Lewis Carroll. Alice im Wunderland hat er mehrfach gelesen und hat inspiriert dadurch seine eigenen sehr witzigen Geschichten erfunden. Es sind Short Stories. Wurden auch ins Deutsche übersetzt, aber sind schwer zu übersetzen, muss man eigentlich im Original, weil der Witz ist wirklich, liegt in der Sprache selbst. Und da hat er sich auch mit Zeichnungen entfaltet und wurde von der Presse bejubelt und wurde mit James Joyce verglichen. Man hat ihn dann gefragt, was er von James Joyce halte, und dann habe ich noch nie gelesen. Und dann hat er ihn gelesen, hat er gesagt, ja, hat 30 Seiten gelesen, ja, ist nicht schlecht, ja, mehr braucht er nicht, aber da sind schon Bezüge vorhanden. Ich finde, ein sehr schönes Beispiel in der ganzen Entwicklung ist der Song I Am the Walrus, ja, wo er eben mit ganz schrägen Dingen da, mit einer imaginären Figur, ich bin ein Walross, ja, Kuckuckuckuckuck, und da waren schon dann diese experimentellen Dinge drin, und es ging ja dann Richtung White Album so langsam, wo jeder Beatles seinen Platz dann hatte und so weiter. Und das ist ganz wichtig, das zu wissen, dass das immer in ihm war, ja. dieses Wortspiel, dieses Freidenken, dieses Nicht-Limitieren, was in einer Band natürlich schwierig ist. Ja, ja. Hier kommen also Varianten von Anzügen, aber es geht immer weiter mit Anzug und Krawatte. Ja, ja, das Nächste. Das Songwriter-Duo Paul McCartney, Olivenöl, John Lennon, Zitrone. Zitronensaft, das ist so der klassische Vergleich. Paul McCartney sehr melodiös, John sehr hart, sehr offen, sehr direkt. Paul vielleicht etwas romantischer. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Herbie. Für mich
haben sie die besten Songs dann gesungen, als sie in die Rolle des anderen geschlüpft sind. Also beispielsweise Paul, der auf dem White Album singt, Why Don't We Do It in the Road? Er singt es so, wie John es singen würde. Oder John, der auch auf dem White Album Julia singt für seine Mutter, aber er singt so, wie Paul es gesungen hätte. Und diese Wechselwirkung ist magisch. Das ist entscheidend. Sie waren also ganz, ganz dicke Kumpels, das muss man dazu sagen, aber wie in jeder Band. Und man muss sich jetzt mal vorstellen, wir alle reisen jetzt da 4 Jahre unter diesem Druck miteinander, sehen uns jeden Tag, müssen jeden Tag Interviews geben, müssen jeden Tag auftreten, haben dann schon wieder aber die nächste Platte, die wir machen müssen. Du kannst dich dann wirklich buchstäblich mal irgendwann nicht mehr riechen. Und somit waren natürlich dann auch, wenn die Interviews waren, das merkt man am Anfang, wo immer jeder so witzige Antworten gegeben hat, weil die Beatles waren sehr berühmt für freche Interviews und freche Antworten. Und dann beginnt langsam dieses Spiel, das dann eigentlich das Finale im Grunde gut zusammengefasst hat von George Harrison, der dann sagt, all I hear is I, me, mine. Den ganzen Tag höre ich immer nur ich, mich und meins. Und er bezieht sich darauf, auf die Streitereien zwischen Paul McCartney und John Lennon, die dann langsam so ihre Egos haben. Der kleine Ringo hält sich da noch letztendlich im Hintergrund. George Harrison eher ein Feingeist, aber alle leiden dann langsam unter diesen Brüchen, die ja teilweise dann fantastische Züge angenommen haben, wo später McCartney ja wollte, dass er dann in allen Credits vorne dran ist und dass es nicht mehr heißt Lennon-McCartney, sondern McCartney-Lennon. Das war aber dann so peinlich, dass er es gelassen hat. Also auf der anderen Seite ist natürlich eine Konkurrenz oder auch manchmal eine Neidspannung unter zwei Leuten auch wieder etwas, was natürlich viel, viel Produktives bringt. Und sie haben sich da auch respektiert, weil sie haben sich einfach oft nur Wortfetzen zugeworfen und der andere wusste eigentlich schon instinktiv, oh, das hört sich gut an, da können wir das machen, hör dir mal das an, hör dir mal dies an. Und so ist manchmal aus Beispiel Scrambled Eggs, Rührei, das berühmte Beispiel aus dem Arbeitstitel Rührei wurde Yesterday. Ja. Und das ist lange, a long way from Rührei, aber so waren da die kreativen Prozesse. Ja, ja. Ja, es gibt, glaube ich, noch, es gibt einfach viele Gemeinsamkeiten. Sie waren sehr, sehr gute Freunde und sie waren als Teenager auch schon beide Halbwaisen. Beide hatten ihre Mutter verloren. Also Johns Mutter wurde von einem betrunkenen Polizisten außer Dienst überfahren und Pauls Mutter ist an Krebs gestorben. Und da waren sie beide noch Teenager und das war noch vor Hamburg. Also es gab viele Elemente, die sie zusammengeschweißt haben und sowas bleibt natürlich. Und aber sie hatten beide eins gemeinsam, sie hatten eine wahnsinnige Antenne für das, was alles draußen passiert. Ich nenne mal Day in Life, wo eben der junge Erbe der Guinness-Brauerei in London gestorben ist durch einen Autounfall und man darüber dann philosophiert hat, wie jemand, der eigentlich alles hat, der Millionär ist, dem eine ganze Brauereidynastie gehört, durch einen Unfall aus dem Leben gerissen ist und sich dann mit diesem Thema der Sterblichkeit, der Tragödien im Leben und so weiter auseinandersetzt und einen ja, für mich vielleicht den besten Beatles-Song ever schreibt. Und das ist aber auch das letztendlich dann vielleicht Faszinierende, später dann, ohne davor zu greifen, aber sie sind ja dann alle in irgendeiner Form erfolgreich noch geblieben, obwohl sie als Band ja sensationell waren. Aber im Grunde hat ja jeder mit Musik weitergemacht, ja, alle vier. Vor allem George Harrison ist ja überragend gewesen nach der Trennung der Beatles mit seinem All Things Must Pass, das erste Dreieralbum der Rockgeschichte. Bei ihm hat sich wahnsinnig viel aufgestaut an Kreativität, an Songs und bei ihm ging es richtig los. Er war der erfolgreichste Solo-Beatle eine Zeit lang, My Sweet Lord und so weiter. Und auch die teuerste Strafe dafür bezahlt. Ja gut, da hat John gesagt, warum hat er nicht einen Akkord ein bisschen variiert, ja, dann hätte er keine Strafe zahlen müssen. Aber Something auf Abbey Road und Here Comes the Sun auf Abbey Road, da hat sich schon gezeigt, wie kreativ er ist und dass er im Schatten steht von Lennon McCartney und dass er da raustreten will. Es gibt diese Gedankenspiele, was wäre geschehen, hätten die ganzen Solo-Hits, die dann entstanden sind, und dazu gehört auch unser Imagine von heute Abend, wenn Paul und die anderen noch eingegriffen hätten. Ja? Also wenn da die Wechselwirkung weiter bestanden hätte. Erstens hätten wir natürlich sehr viel mehr Songs bekommen. Zweitens hätten sie ein bisschen anders geklungen, auf jeden Fall. Und wir können davon ausgehen, sie wären wahrscheinlich noch besser gewesen. Ja, jetzt schauen wir weiter. Die
John, das ist in der Zeit des Jesus-Vergleichs. Die Beatles sind größer als Jesus. Das hat ihm sehr viel Ärger eingebracht. Ja, wir können weiterschauen. Und hatte Folgen bis zuletzt. Ja. Also der Attentäter, der ihn erschossen hat 1980, beruft sich ja auch auf den Jesus-Vergleich. Also das hat ihn, er war sehr religiös und hat das damals gehört. Er war ein großer, großer Beatles-Fan. Und das hat ihn noch verrückter gemacht, als er ohnehin schon war. Und war offenbar auch ein Motiv für das Attentat. Ja, das ist aber was für die Musiker selber sehr schwer war. Die Beatles haben ja am Anfang eben witzige Interviews gegeben. Man hat sie teilweise wirklich verarscht seitens der Presse, hat ihnen ja immer nur blödsinnige Fragen gestellt. Und dann wurde das immer ernsthafter. Man hat ja Elvis vorgeworfen, er nimmt politisch nicht Stellung. Dann hat man also zu bestimmten Themen Stellung bezogen. Und ich meine, die haben natürlich in jedem Auftrittsort Interviews gegeben, den ganzen Tag Interviews im Radio und für irgendwelche Zeitschriften. Und dann rutscht einfach so ein Satz raus. Mittlerweile sind wir populärer als Jesus, in einem völlig anderen Zusammenhang gemeint, und schon rennt der Bible Belt in Amerika los und sämtliche Leute drehen jetzt am Rad, weil Gott beleidigt wird und weil die Beatles jetzt total durchdrehen und sich für größer wie Jesus halten. Und es war natürlich eine sehr, sehr brutale Zeit, in der aber die Band auch zusammengestanden ist. Es gab niemanden, der ihm das vorgeworfen hat. Man hat ihn auch nicht im Stich gelassen, sondern Paul hat ihn immer dann auch verteidigt. Das war schon eine irre Geschichte, wenn du von der ganzen Welt einen auf die Nüsse kriegst, ja, für deine Aussage. Aber sie haben dann auch gelernt, wie wichtig es sein kann, was man sagt, und haben dann angefangen zu verstehen, dass sie andererseits auch Botschaften vermitteln können. Siehe den Song Revolution, if you talk about destruction, you can count me out. Ihr könnt jede Art von Revolution machen, aber bei Gewalt hört es auf. Und man hat die Fassung, also, count me in, count me out. Genau, also, ja, ja, aber das war schon das Betonte. John hat es auch immer gern offen gelassen. Hat gespielt damit. Also es ist immer die Zweideutigkeit, die Offenheit, und er war immer der Rebellische. Also, und es ist fantastisch zu beobachten, wie er sich rechtfertigt für den Jesus-Vergleich. Also das ist rhetorisch. Sie haben erst langsam gemerkt, dass es immer wichtiger ist, was sie sagen und wie sie es sagen. Ja. Es wurde auf die Goldwaage dann gelegt. Ja. Der Einfluss auf die Jugend war enorm. Das betrifft vor allem auch Drogen und so weiter. Ja, der John wird langsam älter. Ja, wir machen weiter. Und da kommt die Nickelbrille. Inzwischen heißt sie Lennonbrille. Ja, und alle kennen sie als Lennonbrille. Für einen Film erstmals, How I Won the War. Das war kurz vor Sergeant Pepper. Da waren alle so ein bisschen auf Solo-Projekte. Brian Epstein war gestorben. Und sie waren ein bisschen desorientiert, und da hat jeder so ein bisschen seine Projekte gemacht, und er hat einen Film gedreht, da sollte er eine runde Brille tragen, und das wurde dann zu seinem Markenzeichen. Ja, und dann kommt Yoko, kennengelernt in der Indica Gallery. Alle, also Paul, George und John vor allem, waren sehr offen für neue Strömungen, für Avantgardistisches, für alles, was sich in der Kultur an Neuem zeigte, haben sie aufgesogen. Und da kam Yoko für John gerade recht. Es gibt die berühmte Geschichte mit der Leiter in der Indica Gallery. Er besucht die Ausstellung am Abend vor der Vernissage und steigt die Leiter hoch, und er denkt sich, wenn jetzt da draufsteht, da oben stand dann was, und es hing eine Lupe von der Decke, und er dachte, da steht dann jetzt fuck you oder shit oder sonst was. Aber da stand einfach nur yes. Und das hat ihm gefallen, und sie haben sich da kennengelernt und haben sich eigentlich vom ersten Moment an sehr geliebt. Also sie haben sofort verstanden, was für eine enge Beziehung, ähnliche Wellenlänge da ist. Und der Rest ist Geschichte. Ich denke, sie war auch in gewisser Weise seine Rettung. Er hatte eine ganz schöne Alkohol- und Drogenkarriere gerade hinter sich, und er war etwas desorientiert. Ja. Alle, die dabei waren, sagen, Yoko war für John die Rettung. Ja, Bad Piece, also All You Need Is Love war ja Johns Komposition, die bei der weltweiten Satellitenübertragung der ersten großen, einem Weltpublikum vorgestellt wurde. Und Liebe und das Vermitteln der Liebesbotschaft, der Friedensbotschaft, wurde dann zum Thema bis zuletzt von John und Yoko. Und sie haben dann Plakataktionen, Bäume gepflanzt, Bäume umarmt, Bad-Ins, zwei Bad-Ins und so weiter. Sie haben
immer, wie können wir den Frieden befördern und die Liebe. Und dann kommt natürlich unser Geburtstagskind, 50 Jahre Imagine, hier ins Gespräch und ins Thema, wo sich, es gab schon davor, die erste Friedenshymne war ja Give Peace a Chance. Entstanden ist sie bei einem Bed-In, recht spontan. Es war einfach ein Satz, der John einem Journalisten gesagt hat. Und dann hat er gesagt, da könnte ich ja einen ganzen Song daraus machen, Give Peace a Chance. Und das wurde die erste große Friedenshymne und dann kam noch später Imagine dazu. Ich glaube, sie haben sich so intensiv mit dem Thema Frieden beschäftigt. Der Vietnamkrieg war akut. Wie können wir Frieden transportieren, die Friedensbotschaft? Und sie haben immer wieder erstaunliche Aktionen auf die Beine gestellt und natürlich auch sehr viele wunderschöne Songs, wie wir sie auf dieser Platte hören. Aber wie man heute sieht, sind die Mächte größer, die am Krieg verdienen. So sieht das eben aus. Ja. Aber was interessant ist, privat aus dem Hause John Lennon, er war also ein absoluter Anhänger von Junkfood. Und sie wollte also, dass er sich anständig und vernünftig ernährt. Und so musste immer in New York nachts um 1:30 der Leibwächter heimlich sich davonschleichen, wenn die Yoko Ono im Bett war, und hat ihm dann eine Tüte der fettesten Big Macs und Hamburger gebracht, die er dann nachts um 2 reingestopft hat. Und wahrscheinlich hätte sie der Schlag getroffen, wenn sie es gesehen hat. Aber das war eine dieser netten Anekdoten, ja. Wie er dann, wie wir Männer halt so sind. Ja, die Frauen wollen, dass wir gesund leben und wir sind wieder die Haderlumpen, gell? So ist es halt. Ja. Ja, das ist die intensive Phase am Ende der Beatles und mit Yoko. Das ist dann schon New York, nach der Trennung von den Beatles. Und immer sehr intensiv in den Gesprächen, sehr ausdrucksstark. Er hat auch die Fähigkeit gehabt, komplizierteste juristische Situationen so zu formulieren, dass man sie versteht. Es ging ja um die Aufenthaltsgenehmigung in New York, um die Green Card, um die er jahrelang kämpfen musste. Es war eine lange juristische Auseinandersetzung. FBI hat ihn ja beobachtet und verfolgt. Nixon hatte größte Sorge, dass John Lennon die junge Wählerschaft gegen ihn aufstacheln könnte. Es war gerade im Gespräch, dass man das Alter, das Wahlalter herabsetzt für die Jugendlichen. Und es waren bereits Konzerte geplant mit John und Yoko. Und das Telefon wurde abgehört. Und John hat in jener Zeit gesagt, wenn mir oder Yoko oder uns beiden etwas zustoßen sollte, ist es kein Zufall. Die FBI-Files sind inzwischen alle veröffentlicht und ja, man hat ihre Telefongespräche abgehört. Man hat versucht, sie außer Landes zu weisen, indem John keine Green Card bekommt. Und sie haben aber am Ende gewonnen und Recht bekommen, dank auch eines guten Anwalts. Aber es gibt Talkshows in den USA, in denen John formuliert, wie die Sachlage ist. Und es ist eine komplexe Sachlage und wie er das macht, ist absolut faszinierend. Also er ist nicht nur der Poet, er ist nicht nur der Singer-Songwriter, also er durchdringt gedanklich auch sehr anspruchsvolle Sachverhalte. Ja, und da sollten wir ihm einen Gefallen tun und vielleicht beim Nachhausegehen nochmal drüber nachdenken, denn die Botschaft war ja, give peace a chance, die Botschaft war ja, in Frieden miteinander zu leben. Und es leben ja nur noch 22% der Weltbevölkerung in demokratieähnlichen Verhältnissen, so nenne ich das jetzt mal. Und wir sehen ja heute weltweit, was mit Leuten passiert, die sich gegen die Diktatoren aufbegehren. Und wir sind da auf einer ganz, ganz gefährlichen Spur und sicherlich einer sehr, sehr besorgniserregenden Zeit. Und deswegen wäre es vielleicht wichtig gewesen, wenn er als alter, weiser Mann immer noch eine mahnende Stimme in dieser Richtung geblieben wäre. Man kann natürlich nicht immer von den Leuten verlangen, ewig diese Fahne hochzuhalten. Ich habe mich mal mit John Baez darüber unterhalten, der gesagt hat, ich habe in meiner Zeit dagegen protestiert, ich habe alles gemacht, ich wurde verhaftet, hat das FBI an der Ferse und jetzt sollen die jungen Leute das eben machen. Aber das ist ein bisschen, was mir im Moment fehlt, oder diese Leute werden sofort mit irgendwelchen Dingen diskreditiert oder verschwinden und
es sollte uns ein bisschen Sorgen machen, wir sollten es zumindest aufmerksam beobachten. Ja, ja, wäre mein Wunsch an euch. Ja, finde ich sehr schön und sehr wichtig. Und Yoko macht ja weiter und Sean übernimmt das jetzt auch. Ja? Also Sean geht jetzt immer weiter in die Verantwortung. Und es gibt ja auf Island den Peace Tower, also diese Lichtstrahlen, die immer wieder das Lichtfeuer, die Lichtsignale, die in den Himmel gerichtet werden. Eine Idee, die John und Yoko mal einfach so skizziert hatten. Und nach seinem Tod hat sie die Idee verwirklicht. Und sie selbst ruft immer wieder für den Frieden auf. Und übrigens auch Ringo, ja, und auch Paul. Ringo übrigens ruft an seinem Geburtstag, der ist jetzt am 7. Juli, immer wieder um 12 Uhr sollen alle, die Lust haben, an ihn denken und Love and Peace denken. Und er, das ist ja sein Markenzeichen, also er hat das auch dann ganz übernommen und lebt das nach wie vor und Yoko auch. Ja, ja, das war, da spielt er mit den Brillen auf Walls and Bridges, das Album. Neue Filmmann-Filiale wurde eröffnet, glaube ich. New York. Ja. Schöne Bilder von John und Yoko. Ja, und es geht immer weiter. Also ich glaube, Yoko Ono kümmert sich um das Erbe auf ganz hervorragende Weise. Es erscheinen immer wieder Compilations zu runden Geburtstagen, jetzt zum 80. Aber sie macht es sehr sorgfältig, mit sehr viel Geschmack und auch das Verwalten dieses Erbes, das ist ja eine riesige, anspruchsvolle Aufgabe. Wie gehe ich damit um? Wie viel gebe ich preis? Wann kommt ein neues Lied, ein neues? Es gibt noch Tagebücher von John, die unveröffentlicht sind. Vielleicht werden sie nie veröffentlicht, wir wissen es nicht, aber sie geht sehr behutsam mit dem Erbe ihres Ex-Mannes um. Und ich glaube, es ist ihr gelungen, John im Bewusstsein der Bevölkerung zu halten auf diese Weise, auf diese sehr zurückhaltende, kluge Art. Ja, ich hatte das Glück, mit Cynthia Lennon sprechen zu dürfen vor einigen Jahren, die ja ein Buch geschrieben hat über John Lennon. Und da ist auch ein wichtiger Aspekt eben der Friede, die Friedenssehnsucht von John und seine frühe, ja, sein Hang zur Gewalt. Also er war ja eigentlich ein Schlägertyp und er hat auch Cynthia geschlagen. Ja? Also sie schreibt es und sie hat es mir nochmal bestätigt. Und das hat er natürlich extrem bereut, aber es war eine innere Zerrissenheit da und damit ist er umgegangen. Und Yoko hat ihm geholfen, da klarer zu sehen. Ja, das mit Yoko. Yoko durfte ich eben dreimal treffen, aber nicht als Journalist. Also sie hat nie einen Biografen beauftragt, etwas über sie zu schreiben. Aber unsere Biografie wurde autorisiert. Also das war dann ein Glück, weil der Verlag war etwas nervös. Wir wissen ja, wie kritisch Yoko sein kann, wenn etwas veröffentlicht wird, was nicht ganz ihrem Geschmack entspricht. Das ist May Pang, das war die Geliebte von John Lennon während des Lost Weekends. Ja, das waren ja, über ein Jahr, eineinhalb Jahre. Da war er in Los Angeles, da hat er sehr viel getrunken leider. Aber er hat ein paar gute Alben, das Rock'n'Roll-Album gemacht und Walls and Bridges gemacht. Und Mind Games ist zum großen Teil auch in der Zeit entstanden. Und May Pang ist da auch zu hören und hat ihn auch beeinflusst. Aber May Pang war die Sekretärin und Yoko wollte sicher sein, dass John in Los Angeles keinen Blödsinn macht und wollte, dass er eine Geliebte hat und sie weiß, wer diese Geliebte ist und nicht 100 verschiedene. Also auch das kein war schlechter Trick, oder? Ja, hat funktioniert. Also er ist ja dann zurückgekehrt. Ja. Ja, mit Klaus Voormann bei seiner Ausstellung in Starnberg, wo Masako und ich uns kennengelernt haben und wo sie ganz wunderbar auch Klavier gespielt hat bei der Vernissage der Ausstellung. Ich glaube, ihr habt die gleichen Eltern, so wie das aussieht. Ja, ja, das sind die Bücher, meine Biografie über John und die über Ringo Starr ist gerade erschienen. Ja. Und über Yoko Ono, die ist vergriffen, aber man findet sie noch antiquarisch. Vielleicht öffnen wir fürs Publikum, wenn Fragen sind. Ja, ich gebe noch eins. Dann kann man
Ja, das ist das Cover. Gibt es vielleicht Fragen zu John, zu Yoko? Ich habe hier noch ein Programm, das könnte noch locker eine Stunde dauern, aber ich denke, wir müssen dann auch Acht geben. Falls nicht, würde ich bitten, Masako, magst du schnell kommen? Darf ich euch eine kleine Geschichte noch erzählen, die sehr nett ist? Ja. John Lennon hatte ja, und das haben dann viele Stars dieser Zeit gehabt, sich um dem Establishment zu zeigen, dass man auch jemand ist, einen Rolls Royce zugelegt. Später ja auch wunderbar in dem Song Children of the Revolution von T-Rex, wo Mark Bolan singt, I drive a Rolls Royce because it's good for my voice, und verarscht damit natürlich die gesamte englische Aristokratie. Und er hat eben diesen Rolls Royce und er lässt ihn in Psychedelic-Farben bemalen. Vorbild war ein, ich darf das so sagen, weil es damals so hieß, ein Zigeunerwagen, der so bemalt war, den er gesehen hatte, und er hat dann diesen Rolls Royce in dieser Form bemalen lassen. So, und als er jetzt in New York war, wollte er diesen Rolls Royce aus London nach Amerika importieren, um in Amerika damit rumzufahren. Er hat sich da immer sehr wohl und sehr sicher gefühlt, was, wir alle wissen, ein großer Fehler war. Und er lässt also diesen Rolls Royce mit dem Schiff rüberkommen. Er schickt seinen Leibwächter und 2-3 Leute, um dieses Auto abzuholen. Und es kommt also die Fähre mit diesem Rolls Royce und die gehen hin, wollen dieses Auto haben. Und da steht ein Mann mit so einer Klatte in der Hand und sie müssen ihm also beweisen, dass sie im Auftrag von John Lennon da sind und so weiter. Und er sagt, ja, er hat aber nur noch ein paar Fragen. Und er geht die ganzen Fragen durch zu diesem Fahrzeug und dann kommt er an eine bestimmte Stelle und sagt, what color is the car? Und jetzt schauen die sich so an, weil das Auto hat natürlich 10 verschiedene Farben. Und sie sagen also ganz locker zu dem Zollbeamten, it's no specific color, also keine bestimmte Farbe, sondern it is psychedelic. I'd like to ask you the question again. What color is the car? I need to fill in the form. I need one color. Dann haben die nochmal einen verzweifelten Versuch gestartet, haben nochmal gesagt, ja, es ist, der wurde künstlerisch bemalt, da der hat ja keine Car-Ding und so weiter. Und dann hat er gesagt, okay, one last question or I send the car back. What is the color of the car? Jetzt standen die da und wussten, sie kriegen dieses Auto nicht nach Amerika, wenn ihnen nicht ganz schnell was einfällt. Dann sind die hingegangen und haben auf dem Schiff gefragt, ob jemand ein Zentimetermaß hat. Dann haben die das alles vermessen, was ist rot, wie viel ist grün, wie viel ist sonst irgendwas. Haben dann festgestellt, es sind 42% gelb, und sind dann zurückgekommen und haben gesagt, yellow. Dann hat er ganz trocken yellow reingeschrieben und hat das Auto freigegeben. Ja? So kann das alles funktionieren. Masako, magst du noch kurz von deiner Begegnung erzählen mit Yoko? Nee, nicht Begegnung, aber von deinen Erfahrungen, wenn man sie auf Japanisch sprechen hört. Ich fand das ganz faszinierend. Ja. Und ja. Magst du? Vielen Dank, es ist ganz interessant und ich fand ja auch so, Entschuldigung, interessant, dass Sie auch mit Goodweil und Schönberg und so schon klassische Ausbildung. Ja. Ja, das sowieso, gell? Und Ihr erster Mann war ja auch japanischer, ist ja auch, also ich meine, war, und aber dann erlebt er noch Toshi Izanagi, und seine Stücke habe ich auch einiges gespielt. Also er ist ja auch ein John Cage Schüler gewesen. Und also ein einziger japanischer Schüler von John Cage, und dann von John Cage Fluxus-Bewegung war ja der Yoko auch noch. Ne? Ja. Und also diese wegen Japanisch, japanische Seite von Yoko, dass ich, das ist, also deswegen, also wenn, also ich habe dann neulich Interview, durfte ich dann antworten, wegen dem Festival hier, und das war dann eine wirklich sehr schöne Frage gewesen, also wie ich dann als auch Japanerin und auch in Ausland lebende Japanerin, wie ich dann Yoko als so betrachte, und ja, ich schätze sie wirklich sehr, ja, und vor allem aber, ich fühle ihre Traurigkeit wahnsinnig stark in mir, also ich mit mir oder sehr nah, und man denkt vielleicht Yoko, wie sie auch zu außen spricht, und ich meine, ob,
obwohl ich fand, also das war auch heute zum ersten Mal, dass die Yoko und John da Grapefruit gelesen haben, das hat mich auch sehr, sehr berührt. Also ihre Stimme ist ja so fast so wie ein Mädchen, gell? Und sehr sanft eigentlich. Und wenn sie auf Japanisch spricht, also in japanischem Interview oder so, wirkt mir wirklich sehr zurückhaltend und sehr gebildet eben und sehr schön, schön Japanisch und sanft, langsam und gar nicht so eben diese Schreiende oder so, ganz Gegenteil. Und, aber dann immer wieder kommt es, diese wahnsinnige Traurigkeit. Und natürlich nach den, Entschuldigung, dass ich so ein bisschen emotional werde, aber und dann sie hat auch gesagt, sie ist ja, kommt von einem sehr guten Haus und sehr wohlhabende und Vater war ja sehr, also Bankier, sehr bekannter Familie, war bekannte Familie und so. Und die Mutter war fast nie zu Hause, weil die Mutter einfach immer mit einkaufen und, aber ich meine, sicherlich auch irgendwie diese Verwaltung von ganz Vermögen beschäftigt war. Und sie war einfach ein sehr einsamer, sehr einsames Kind. Und dann, dann hat sie eigentlich immer so nicht verstanden gefühlt als Kind. Und dann die Mutter hat dann, als Yoko auch mit John verheiratet war und sehr bekannt, berühmt wurde, dann hat sie gesagt, ja, das ist so schade, ist meine Tochter, sie ist eigentlich begabt, aber sie macht nur so unverständliche Sachen. So hat die Mutter gesagt, alte Mutter, und das hat Yoko so ein bisschen so eine Art, so, naja, so ein bisschen, ja, so halb so enttäuscht so erzählt, ja. Und da sie erzählt auch immer, also sie hat auch mal auch gesagt, dass wenn sie ihr Leben so gewusst hätte, dass so trauriges Leben, also so mit dem Johns Tod und so weiter, dann hätte sie irgendwie anders gewünscht. Aber andererseits hat sie dann diese Aufgabe und das ist auch schon auch sehr ein privilegiertes Leben, aber dass sie wirklich, also sie ist unglaublich tapfer und dann auch, wie sie auch sehr klug und auch zurückhaltend seine Erbe so richtig behutsam auch so damit das behandelt, ja, das ist wirklich, das ist auch so eine Qualität, gell, finde ich. Und dass ich neulich von Sean Lennon, dass er in Japanisch so eine Talkshow war, er dann eingeladen und er kann nicht Japanisch. Aber das ist diese Zeit, dass er in Japan mit John und Yoko gelebt hat, das ist ja sehr, sehr wichtige Zeit, auch für John. Und das war dann direkt vor der Double Fantasy Zeit. Ne? Und dass da John als Familienvater und als Vater einfach sich so einfach das gewidmet hat. Ne? Und dann Yoko ist dann auch zurückhaltend, aber das da alles irgendwie organisiert. Und da gibt es ja einige Fotos und das ist wirklich so, wie japanische Familie sehen die aus. Und Sean hat gesagt, mein Vater hat ja meine Mutter so geliebt, deswegen er hat ja japanische Kultur so auch ganz intensiv sehr, sehr geliebt. Und dann Sean hat gesagt, es gibt in Japan, also in Japan gibt es normalerweise keine Zentralheizung. Deswegen ein japanisches Haus hat immer so eine Stove, so immer noch. Und also manchmal so ein Airconditioner mit dem Heizung und Kühler gleichzeitig. Oder auch so eine Stove, wirklich. Und dann, dass Sean für ihn sehr, sehr so schöne Erinnerung ist, das ist Noriburetta, kennt ihr, ne? So ein schwarzes Alge, das man dann für Sushi benutzt, Sushi-Rolle benutzt. Und dass da John auf den Stove Noriburetta so hin und her, so, also man macht ja einfach, damit da Noriburetta so knusprig wird und gut riecht, das macht man so ein bisschen. Und das ist so ein schönes Bild,
dass der John das macht und dass da für ihn, für Sean so eine kostbare Erinnerung ist. Und das wollte ich euch weitergeben, dass da diese japanische Seite sehr, sehr so diese herzliche und auch sehr stille und zurückhaltende, diese Seite sehr stark bei dieser Familie ist. Und wie kommst du zum weißen Klavier? Ja, genau, das habe ich da schon gesagt. Das eben, das der Flügel gehört einer Sängerin und sie ist dann natürlich als Sängerin, also ich meine, ich muss ja nicht alle Sängerinnen so denken, aber sie hat gedacht, schwarzen Flügel möchte ich nicht zu Hause haben. Dann hat sie dann so extra bestellt, so ein weißen Flügel und die war dann Schwester von meiner erste Klavierlehrerin. Und dann als ich da so, ja, also dann sie wollte dann irgendwann mal verkaufen und so kam das dann zu Hause. Und dann ja, in Berlin, als ich nach Berlin zum Aufbaustudium kam, war dann in Hochschule gar nicht so eine, also ich, jetzt heutzutage kann man ja bis 10 Uhr im Raum üben oder so, das war damals gar nicht in Berlin, und so 7 Uhr oder so, und dann bis dahin hat man dann stundenlang gewartet für das Zimmer und dann endlich mal Zimmer bekommen und dann kam Professor und ja, dann jetzt dieses Zimmer ist für mich ungefähr und dann musste dann raus und so weiter. Es war dann ein bisschen, ja, einfach für die Studentin, so neu angefangene Studentin, ziemlich so frustrierende Situation. Ja. Und dann hat eine japanische Klavierstimme hat gesagt, ja, also ein japanisches Haus ist immer ziemlich klein. Das weiß man. Und da ist der Flügel, wenn da irgendwo liegt, dann das ist eigentlich ziemlich einsamer Flügel und niemand spielt und es ist eigentlich nur so Störfaktor. Und dann, also eigentlich, das kostet gar nicht so viel, wenn man dann sowas mit Schiff schicken lässt. Und wenn du da sowieso, und da genau, und dann ich wollte eigentlich irgendein Klavier mieten, aber dann, das war dann wirklich hunderte von Warteliste damals und konnte ich das nicht mal das machen und dann und so weiter. Und dann habe ich dann von der Klavierstimme so gehört, ja, das eigentlich macht sehr viele Leute so machen und ich habe nie gedacht, Klavier mit Schiff schicken lassen. Und das ist dann mit dem Schiff 2 Monate gedauert und ich hatte wirklich 2 Monate lang ein bisschen so eine Herzklopfen gehabt, weil ich dachte, naja, wenn da Mäuselein kommt und solche Sachen kommen und ob das da überhaupt das Schiff so richtig ankommen und wie kommen das dann überhaupt und so, aber das ist wirklich nicht mal verstimmt angekommen. Yamaha Flügel, das ist einfach bekannt als sehr, sehr stabil. Und die haben auch sehr gut verpackt in so eine Frachtdings. Also ich musste natürlich zu Zoll gehen und so, also es war alles. What color wurde dann gefragt? Yellow. Und dann war das, ja, so ist das gekommen. Ja. Und dann, ich habe eben vorletztes Jahr, als ich da beim Bettin, 50 Jahre Bettin in Patos hier so mit Olaf Becker, so wie jetzt auch heute früh gemacht habe und morgen machen wir auch eine sehr schöne so Yoga für Frieden und da durfte ich dann auch damals auf mein Harmonium begleiten und dann da habe ich gedacht, das ist, der Raum ist ja wahnsinnig, das ist so schön, diese weiße und dann damals haben die auch so weiße Betten und mit dem ganz schönen weißen Leinen also so gemütlich gemacht, ja. Und dann dachte ich, also da möchte ich dann in 2 Jahren unbedingt hier, gerade hier, Imagine Festival machen. So war das. Sehr schön. Ich fände es wunderschön. Bravo. Ich fände es wunderschön, wenn du zum Abschluss noch Imagine spielen könntest, auf diesem weißen Klavier. So. Wäre das möglich? Imagine selbst, das Stück. Magst du das? Wäre das auch im Sinne zum Abschluss? Ja? Ja. Dann spielt ein bisschen anders als wie heute, oder? Ach so. Bitte? Also du kannst spielen es nur für uns.
oder so, genau. Okay. Ich möchte mit euch. Bitte okay. dann, ihr singt, gell? Only sky, mention all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us and the world will be as one. Aber danke, danke. Ja. Ja, super. Manche glauben, die Botschaft von Love and Peace ist überholt. Das ist sie nicht.